Willkommen zurück zu Let's Play WWE 2K14 zum WrestleMania Mode. Und ich glaube, ich habe gerade einmal kurz mein Handy gehört, aber egal. Ja, wir machen weiter mit Hulk Hogan versus Sergeant Slaughter. Als Sergeant Slaughter zur WWE zurückkehrte gegen Ende der 90er Jahre, gegen Ende des Jahres 1990, machte er eine schockierende Ankündigung. Sergeant Slaughter wandte sich von der WWE und Amerika ab und verbündete sich mit dem Irak. Beim Royal Rumble von 1991 gewann Sergeant Slaughter die WWE Championship gegen Ultimate Warrior. Unterdessen gewann Hogan den Rumble zum zweiten Jahr in Folge. Oh, was eine Überraschung. Nach dem Rumble-Match war Hogan erzürnt, als er herausfand, dass Slaughter die amerikanische Flagge schändete. Hogan versprach Amerika und sein Hulkamaniacs, dass er sich die WWE Championship von Slaughter bei WrestleMania zurückholen würde. Und das machen wir jetzt auch. Meine Güte, er sieht aus wie so eine andere Version von Hitler. Naja. Okay. Jo, und es geht um den... Ja, es geht um die WWE Championship, beziehungsweise WWF Championship. Der Champion, der zum Irak konvertierte, Sergeant Slaughter, gegen den Patrioten himself, Hulk Hogan, der amerikanische Musterjunge, kommt jetzt auch mit einer amerikanischen Flagge hinein. Ja, da ist er. So. Es geht um die WWE Championship. WrestleMania 8 sind wir. Nee, WrestleMania 7 sind wir. Wollte schon sagen. Was stimmte gerade nicht. Wir gehen in schnellen Schritten, geht's voran. Tut mir auch nochmal leid, dass ich nicht alle historischen... dass ich nicht alle historischen Ziele in der letzten Folge erreicht habe. Aber ich sag mal so. Ein bisschen soll er ja auch noch selber haben. Was ihr euch, wenn ihr spielen könnt. Und wenn nicht, es gibt noch genug andere Walkthroughs und Let's Plays auf dieser Welt, auf diesem Portal. Deswegen, zack. Der Sidewalk Slam into Backbreaker oder einfach nur Backbreaker. Vergesst das Sidewalk Slam. Der Hip Toss als Konter, super. Und Whip in. Zack, 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 zack. Der kriegt die Schläge ins Gesicht. So, zack. Und der Schlag ins Gesicht. Schon mehrmals gesehen von Hogan. Und wieder übrigens ein Main Event von WrestleMania, wo Hogan, ja, den WWE-Titel gewinnen soll. DDT-Konter von Sergeant Slaughter. Das gleiche gibt es nochmal als Geschenk zurück. Ach ja, was für einfache Story-Aufhänger das Ganze damals noch hatte. Ich bin gegen Amerika. Ich will deinen Titel. Du bist die Ausgeburt der Hölle. Ja, solche Stories gab es damals noch. Gut, mit Jack Swagger und hier We the People haben wir sowas ähnliches in anderer Richtung. Nur, dass er halt, dass Swagger halt so eine Art Nazi-Gimmick hat. Rechtsradikales Gimmick. Aber gut. Tritt mir dauernd in die Nüsse, er muss disqualifiziert werden. Fuck. Chance verpasst zum Kontern. Ist aber hier, seht ihr wenigstens die historischen Ziele schon mal alle. Und... Zack. Es tut mir auch leid, wenn ich immer diese Fists, also die Schläge ins Gesicht hier mache, aber ich muss ihn halt mehrfach schaden, damit ich meinen Finisher bekomme. Und das ist immer am einfachsten. Ach, das ist doch nicht wahr. Sauber. Oh, ganz ehrlich, sollte nächstes Jahr ein Spiel für die Next-Gen-Fassungen rauskommen, also auf PS4 und Xbox One. Sie müssen unbedingt andere Animationen, andere Konteranimationen. Ich finde, es ist ein bisschen blöd, dass man immer erkennt, wann ein Move durchgeht und wann nicht. Da ist der Big Boot, da ist der Leg Drop, da ist das Cover.
Eins, zwei, drei. Alle historischen Ziele. Mann! Alle historischen Ziele erledigt. Hogan ist wieder WWE Champion und die Welt ist wieder in Ordnung. Same shit as every year. Squash it down. Yo. Wir sind alle real Americans und weiter geht's. Nein, du bist Ric Flair und mehr wollen wir gar nicht wissen. WWE Champion Nature Boy Ric Flair, der weiterhin an der Festigung seines Rufes arbeitete, macht sich Macho Man Randy Savage in den Wochen vor ihrem Kampf bei WrestleMania zum Feind. So viel konnte ich nur lesen. Gucken wir uns das nochmal an. Ach, zum Feind. Flair konzentrierte sich auf Savage einzige wahre Schwäche, auf dessen Liebe zu Miss Elizabeth. Laut Flair hatten er und Elizabeth eine heiße Liebesaffäre. Als Beweis ihres unerlaubten Verhaltens präsentierte Flair Fotos von Elizabeth und sich, die sie bei einem gemeinsamen Essen zeigten. Was? Die sie bei einem gemeinsamen Essen zeigten, Gott und Vater. Woche um Woche drohte Flair damit, noch verhänglichere Fotos von Miss Elizabeth zu veröffentlichen. Savage blieb allerdings ruhig und sparte sich seine Wut so für den passenden Zeitpunkt auf. WrestleMania 8. Wo es um Flairs WWE Championship-Titel ging. Komm. Oh, ich kann den Kerl nicht mehr hören. The following contest. Schedule for one fall. Und jetzt geht's wieder darum. Wir müssen Flair, dem bösen, bösen Mann, die WWE Championship entreißen. Gut gegen böse, das übliche Spiel. Flair hat als... Seine Taktik war halt, Savage zu verunsichern. Heute ist aber auch der Wurm drinne. Savage zu verunsichern, indem er Fotos von sich und Miss Elizabeth beim gemeinsamen Essen herausholte und sagte, sie hat eine Affäre. Mr. Perfect war übrigens der Manager, wie ich da gerade unten rumgammeln sehe. Der Knee Drop. Triffler mit dem Elbow Drop. Finisher und Achso, ja gut. Sollte möglich sein. Ich glaube, ich muss gleich einmal aus dem Figure 4 Leg Lock herauskommen, oder? Irgendwie sowas ist das versteckte Ziel noch. Oder ein WrestleMania-Moment. Irgendwas. Es tut mir auch leid, wenn ich ein bisschen negativ rüberkomme, was das Spiel angeht. Aber ich muss sagen, der WrestleMania-Mode ist so ganz nett. Macht auch Laune, hier zu zocken, wenn man ihn das erste Mal zockt. Da macht er Spaß. Also ich habe innerhalb von zwei Abenden durchgespielt, eine etwas längere Session und dann eine kurze Session. Da hat er wirklich Spaß gemacht. Aber jetzt beim zweiten Mal ist es halt sowas wieder aufgewärmtes. Und es kam mir schon beim ersten Mal etwas wieder aufgewärmt vor, weil halt es sehr dem Attitude-Era-Mode ähnelt. Nichtsdestotrotz finde ich, es ist ein guter WWE-Teil dieses Jahr. Mit einigen kleinen Neuerungen. Ist halt wie bei FIFA, würde ich sagen. So ein paar kleine Detailneuerungen. Das Rad neu erfinden brauchen sie auch nicht. Nur ich erwarte viel von den Next-Gen-Titeln, von der Next-Gen-Fassung. Da erwarte ich einiges, was diese Reihe angeht. So, genug philosophiert. Der Blondschopf macht mich hier sonst noch fertig. Der gute Flair, 16-Time World Champion. Woo! Ja, das Typische, ne? Das normale Klischee des Ric Flair. So. Und auf den Elbow und was haben wir noch? Ein Suplex natürlich. Aber ich müsste auch mal wieder mehr auf meinem Zweitkanal machen. Den habe ich ja eigentlich nur zum Thema Wrestling erstellt, aber ja, der ist eigentlich totgelaufen. Aber gut. Müssen wir mal gucken, ob ich da überhaupt noch ob ich da noch irgendwie Material habe, was ich mal veröffentlichen wollte. Wollte ich nämlich eigentlich mal, aber ja. Hallo? Danke. So, erster Cutscene. Oh. Er hätte was zugeworfen. Shiri, seh das doch. Gott, siehst du scheiße aus.
Bam! Oh, das hat die gesessen. Muss jetzt aus seinem Pinfall rauskommen. Entkomme dem Finger vor Leglock. Ich wusste es doch. Woo! Und jetzt tanzt er einmal irgendwie affig. Zack, zack. Und einmal ums Bein. Zack, das nächste Bein. So, ja, wir müssen mit einem Leverage-Pin gewinnen. Mal gucken, komm, Leverage, Leverage. Ja, und das konnte er, das war klar. Fuck. Fuck. Fuck, fuck, Fug. Hat die Fug. Sauber, danke. Und Slingshot. Zack. Rope Break. Oder auch nicht. Tja, und da ist der Sieg. Sieg. Elizabeth in the ring to celebrate. And where is Irate? Bah. Ja, der Macho Man Randy Savage gewinnt die WWE Championship bei WrestleMania 8. Ja, WrestleMania 8. 1992. Ne, ist auch schon ein paar Tage her. Ungefähr 21 Jahre. Aber gut. Alles geschafft. Ja, und? 12 Minuten haben wir jetzt. Gucken wir, was als nächstes kommt. Welches Match? Yokozuna versus Bret Hart. Danach kommt zwei. Komm. Machen wir noch. Yokozuna trifft auf Bret Hart. Yokozuna hatte 1992 sein Debüt. Mit einem Gewicht von über 225 Kilogramm und seinem verheerenden Banzai-Drop war er ein unaufhaltsames Monster in der WWE. Beim Royal Rumble von 93 verdiente Yokozuna sich das Recht auf einen Titelkampf gegen Bret Hart, gegen WWE-Champion Bret Hart, in dem er 29 andere WWE-Superstars überstand. Soweit ich weiß, ist er aber als 27. reingekommen und musste demnach nur maximal, ja, nur ein paar, also weniger Leute eliminieren. Während der Vertragsunterzeichnung griff Yokozuna Bret mit einem heftigen Banzai-Drop an. Bret Hart, Sohn des legendären Promoters Stu Hart und Überlebender des Hart Family Dungeon, Überlebender, als ob die da drin töten würden, stand mit Yokozuna bei WrestleMania 9 seiner größten Herausforderung gegenüber. Man, J. Yo, wir spielen mit Yokozuna, soweit ich das weiß. Wir spielen mit Yokozuna gegen Bret Hart. WrestleMania 9, ja. Erste Mal unter freiem Himmel. Eine richtig geile Arena, muss man mal sagen. Eine richtig geile Arena, aber ja. Es fehlt jemand. WrestleMania 8 hat er schon ausgesetzt. Mehr sage ich erstmal nicht. Da ist der Superkick erstmal, den wir machen mussten. Und jetzt müssen wir ihn moderat. Jetzt müssen wir ihn moderat schlagen. Aber ja, wie ich gesagt habe, WrestleMania 8 hat jemand ausgesetzt. Also, ne? Muss doch... Da muss auf jeden Fall noch jemand kommen. Sagen wir es mal so. Ich glaube fast, dass das hier, die letzte Absteige im...
im ersten Kapitel des WrestleMania-Modus ist. Aber dann muss ich gleich noch nachgucken. Sehen wir gleich. Nach diesem Match. So, komm, was hat er denn noch? Noch ein Superkick. Oh, ja, auf jeden Fall. Also, ich mache einen Backbreaker mit diesem 400-Pfund-Monster. Wenn nicht sogar mehr. Das glaube ich, 225 Kilo sind... Wie viel amerikanische Pfund? Schreibt's mir in die Kommentare. Ah, nee, ihr könnt ja gar keine Kommentare mehr schreiben, wenn ihr nicht bei der NSA, bei Google Plus seid. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Oder wenn ihr Lust habt. Oder wenn ihr es nicht wollt. Oder auch nicht. Und da wirft der das kanadische rosa Etwas durch die Gegend. Nein, Bret Hart war schon ein geiler Techniker. Muss man meiner Meinung nach schon akzeptieren. Also technisch war... Das sah immer schon ganz sauber aus, sagen wir mal so. Ist auch schade, dass er durch so einen unsauberen Tritt von Goldberg zurücktreten musste, aber gut. Zu Goldberg kommen wir noch im weiteren Verlauf des Let's Plays. Finde ich auch so, so können wir wenigstens mal so ein paar Leute durchgehen. Yokozuna, ja, habe ich nicht viel von gesehen. Muss ich auch sagen. Oh, der Mannequin ist moderat. So. Der Whip in. Und die Schläge am Kopf. 1, 2, 3. Es ruckelt. Ja. Hab das langsam. Er hat die Ringecke. Brad hält sich fest und zack! Oh. Und der Sharpshooter gegen Yokozuna. Und da kommt der nette asiatische Mann. Juhu! Und jetzt müssen wir nur noch durch Pinfall gewinnen. Und da ist er! Ist doch klar! Es passiert etwas Dummes und wer muss rauskommen? Natürlich! Und es steht Hogan. Es steht Hogan versus Yokozuna um die WWE Championship und 1. Ja, ja, ich sag ja, es hat was gefehlt. WrestleMania 9 endet mit einem feiernden Hulk Hogan. Und Hogan ist, wie ich gesagt habe, am Ende von WrestleMania 9 ist Hulk Hogan WWE Champion. Was will man machen, außer das Ganze ganz schnell überspringen. Ich will ja nicht sagen, dass ich kein Fan von Hulk Hogan bin oder war. Wo ich sag mal, die ersten Matches, die ich gesehen habe, oder die mein Vater mir eher gesagt gezeigt hat, waren von Hulk Hogan. Das erste Match, was ich gesehen habe, war bei der Survivor Series 90, oder ich hab's im Nachhinein gesehen, und das war halt Hulk Hogan gegen den Undertaker. Trotzdem, so, ab ins Zeitachsenmenü. So. Ja. Yokozuna gegen Bret Hart war das letzte. Als nächstes kommt Razor Ramon gegen Shawn Michaels. Und jetzt möchte ich einmal kurz gucken, ob wir mit dem ersten Kapitel durch sind. Ja. Wir sind mit dem ersten Kapitel durch.
In der nächsten Folge geht's dann mit The New Generation. Ach, sehe ich auch hier oben. Ich lustigen. The New Generation, WrestleMania 10, Razor Ramon gegen Shawn Michaels. Ja, ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, trotz fehlendem Sound, also fehlender Musik und fehlenden Videomaterials. Wie gesagt, es gibt genug andere Let's Player, die es mitspielen. Kann ich immer nur darauf hinweisen, weil ich verstehe das, wenn man sauer deswegen ist oder wenn man es deswegen nicht guckt. Kann ich wunderbar verstehen. Ist alles kein Thema. Gut, trotzdem freue ich mich, wenn ihr bei mir guckt. Wenn ja, dann bis zum nächsten Mal. Wenn nicht, tüdelü. Wenn ihr bis dahin überhaupt bis hierhin geguckt habt. Tschüss.